Donnerstag, 24.04.2014. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Traders Podcast. Hier spricht Heiko Seibel. Hier mein DAX-Chart für Sie, den ich natürlich nicht vorenthalten will. Nach wie vor sind wir im DAX in einem Aufwärtstrend. Die Korrektur gestern kam eigentlich wie gemalt, kann man sagen. Gestern Morgen haben wir gesagt, der Markt ist jetzt eigentlich ready für eine Korrektur, und das hat er auch gemacht. Er ist im Prinzip bei der 9,6er Marke ausgelaufen, ist nach unten abgedriftet. Man sieht das immer hier ganz gut an den kurzfristigen Indikatoren. Ich habe jetzt hier mal den Prozent-R-Indikator von Larry Williams mitgebracht. Der ist nach wie vor übergekauft, und das bleibt natürlich auch jetzt noch ein bisschen so. Und das schadet auch nichts, wenn der DAX jetzt die nächsten paar Tage einfach in eine Konsolidierung, in eine Korrektur mündet. Und vergessen wir nicht, bald ist schon wieder 1. Mai, und vor den Feiertagen, auch vor Monatswechsel, ist der DAX typischerweise dann auch wieder stark. Also insofern haben wir jetzt vielleicht 2-3 Tage, vielleicht 4 Handelstage, wo es ein bisschen ruhiger wird, aber spätestens nächste Woche, Mitte nächster Woche, sollte der Markt dann wieder durchstarten und möglicherweise die 10.000 Punkte in Angriff nehmen. Schauen wir uns auch den Bund-Future heute mal an, denn das ist, wenn man so will, ja eine Art Counterpart vom DAX, oder das ist ein Markt, der dann profitiert, wenn der DAX schwächelt. Man sieht, der Bund-Future konnte zuletzt nicht mehr so stark zulegen, hin und her, ja auch nach dieser sehr schönen Rallye seit Jahresanfang im Bereich von 144 Punkten. Hier sieht man aber auch beim praktischen Spiegelbild, nicht? Wir haben hier unten einen überverkauften Markt und sind kurzfristig in einem Aufwärtstrend. Wie kann man das ablesen in einem kurzfristigen Aufwärtstrend? An diesem grünen Indikator hier, das konnten Sie eben beim DAX auch schon. Der grüne Indikator ist nichts anderes als der RSI. Sie sehen, das ist keine komplizierte Wissenschaft, die wir hier betreiben. Der RSI-Indikator, ein ganz normaler Standardindikator, allerdings mit einer Einstellung von 21 Tagen. Damit wird er etwas träger, und damit ist er als Trendfolger / Momentum Indikator zu gebrauchen. Immer dann, wenn der RSI über dieser Linie von 50 ist, ist es ein aufwärts gerichtetes Momentum oder ein Aufwärtstrend. Wenn er unter dieser Linie von 50 ist, ist diese gestrichelte Linie hier in der Mitte, du weißt, das ist ein bisschen dunkel oder ein bisschen hell vielleicht, dass man es gut erkennen kann. Und was wir jetzt einfach machen können, ist, immer dann, wenn der Markt hier im überverkauften Stadium ist, zum Beispiel hier abgelesen jetzt an dem blauen Indikator, an dem Prozent-R-Indikator, dann kaufen wir hier zum Beispiel, kaufen wir, oder hier kaufen wir, oder genau jetzt kaufen wir, oder hier, nicht, das wäre auch ein Kauf gewesen, oder hier, das wäre auch ein Kauf gewesen. Immer kurzfristige Käufe, und umgekehrt, wenn der Markt wie hier oben ist, gekauft ist kurzfristig wie hier, und der RSI unten ist, unter der 50er Linie, dann verkaufen wir. Also man sieht auch hier, das hat ganz gut funktioniert. Das ist so für mich jetzt ein Markt, den ich jetzt mir anschaue, den ich auch von der Long-Seite mir jetzt anschaue, den Bund, kurzfristig wohlgemerkt fürs Traden, und den sozusagen handle, wenn ich davon ausgehe, der DAX geht nach unten. Man kann also zwei Dinge machen, man kann den DAX shorten oder man kann den Bund long gehen. Der Bund sollte in jedem Fall von einer Korrektur im Aktienmarkt profitieren. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist der Bund nach wie vor im Aufwärtstrend, sodass jetzt diese Überverkauftheit sich auf kurzfristige Sicht in jedem Fall durchsetzen sollte. Also das sind so zwei, wenn Sie wollen, Trading-Tipps, Informationen für die nächsten ein, zwei Tage. Und ansonsten gehe ich nach wie vor davon aus, dass der Markt jetzt in einer kurzfristige Korrektur münden wird. Das war's schon für heute vom Traders Podcast. Wir hören und sehen uns morgen wieder. Morgen ist schon wieder Wochenende. Und bis dahin alles Gute. Happy Trading. Ihr Heiko Seibel. Tschüss.